Im heutigen Video stelle ich euch ein Rezept für vegane Brownies mit Süßkartoffel vor. Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im Februar diesen Jahres habe ich ein Foodiary mit meinen Kindern hochgeladen. In diesem Foodiary war auch ein veganer Brownie zu sehen. Und da gab es auch einige Nachfragen, ob ich dazu nicht mal ein Rezept Video hochladen mag. Und diesen Nachfragen bin ich nun mit diesem Video nachgekommen. Ende April war ich in meiner alten Heimat und habe meine Eltern besucht. Und dort habe ich unter anderem auch diese Brownies zubereitet und für euch dieses Video gedreht. Meine Eltern sind beide über 60, ernähren sich konventionell, normal, würden andere sagen, und haben meinen langen Weg der Ernährungsumstellung mitbekommen lassen. Vegetarisch, vegan, Rohkost. Und als ich damals auf vegetarisch umgestellt habe, haben sie immer gesagt, ach, das ist nur eine Phase, das vergeht wieder. Aber es ist leider, was heißt leider, aber in ihren Augen vielleicht leider, für mich war es eher positiv. Ich bin einfach meinen Ernährungsweg weitergegangen. Sie haben nie mich unter Druck gesetzt oder mir Vorhaltungen gemacht. Sie haben das einfach akzeptiert und toleriert, haben ihr Essen gegessen und ich habe mein Essen gegessen. Jetzt ist es so, meine Eltern sind beide über 60 und haben jetzt auch den Wunsch, sich ein bisschen gesünder zu ernähren, also auch ein bisschen mehr Rohkost, ein bisschen auch mehr vegane Speisen. Wenn ich bei meinen Eltern bin, dann bereite ich auch gern verschiedene Rezepte zu. Ich hatte ja auch schon dieses Jahr den veganen Linsengulasch hochgeladen, den habe ich auch bei meinen Eltern zubereitet, also das Video habe ich dort gedreht. Wer das Video noch nicht gesehen hat, ich verlinke es oben in den Infokarten. Und heute präsentiere ich euch eben ein Rezept für vegane Brownies mit Süßkartoffel. Süßkartoffel? Das ist doch ein Gemüse. Kann man damit eine süße Speise Brownies zubereiten? Die Süßkartoffel gilt als gesündeste und nährstoffreichste Gemüseart. Die Süßkartoffel, auch Batate genannt, ist eigentlich gar keine Kartoffel, sie gehört botanisch zu einer ganz anderen Familie. Die Süßkartoffeln enthalten Vitamine wie zum Beispiel A, C und E und wichtige Mineralstoffe wie Eisen, Zink, Kalium, Magnesium und Calcium. Auch wenn die Kartoffel im Wort Süßkartoffel nicht wirklich darauf hinweist, dass diese Gemüseart Süßkartoffel botanisch mit den Kartoffeln verwandt ist, so kann man doch wenigstens das Wort süß in Süßkartoffel für eine Bezeichnung dieser Gemüseart verwenden, denn sie schmeckt tatsächlich süß. In 100 Gramm Süßkartoffeln sind 361 Milligramm Fructose, Fruchtzucker, enthalten und 1084 Milligramm Glucose, Traubenzucker. Aufgrund dieser Süße in der Süßkartoffel ist diese Gemüseart eben auch zum Süßen von Brownies oder anderen Kuchen verwendbar. Süßkartoffeln werden hauptsächlich in der USA und in China angebaut. Ich habe bei uns im Bioladen auch schon Süßkartoffeln aus Uganda gesehen. Aktuell sind die Süßkartoffeln, glaube ich, aus Spanien. Mittlerweile gibt es auch Süßkartoffeln aus Deutschland, vor allem Sommer und Herbst. Also wenn ich Süßkartoffeln kaufe, dann bevorzuge ich den europäischen Anbau, um einfach kürzere Transportwege zu gewährleisten. Süßkartoffeln sind auf alle Fälle eine sehr interessante Gemüseart. Es gibt auch verschiedene Variationen der Süßkartoffeln, zum Beispiel lilafarbene Süßkartoffeln mit lilafarbenem Fruchtfleisch oder Süßkartoffeln mit bräunlicher Haut und rosafarbenem Fruchtfleisch. Ich blende euch auch mal hier ein Bild ein, wo ihr die Variationen der Süßkartoffeln nochmal sehen könnt. Die Süßkartoffel kann roh, gebacken, gekocht oder gedämpft gegessen werden. Oder eben auch als Zutat zu diesen veganen Brownies, die ich euch in diesem Video vorstelle. Die Süßkartoffel ist auch sehr gut für eine schleimfreie, schleimarme Heilkost geeignet. Die Süßkartoffel ist im Gegensatz zur Kartoffel kaum bis gar nicht schleimbildend. Aber nur, wenn sie gekocht, gedämpft oder gebacken wird. Ich habe letztes Jahr mit dem lieben Henry, unserem Mitbewohner, ein Video veröffentlicht, wo wir zeigen, welches Gemüse für eine schleimfreie Heilkost geeignet ist und wie wir sie zubereiten. Wer das Video noch nicht gesehen hat, ich verlinke es oben in den Infokarten. Jetzt geht es aber wirklich weiter mit dem Rezept. Ich zeige euch wie immer erstmal die Zutaten, die ihr für dieses Rezept benötigt und dann, wie ihr diese wunderbaren Brownies mit Süßkartoffeln zubereiten könnt.
Das sind die Zutaten für die veganen Brownies mit Süßkartoffel. Hier haben wir 2 ungeschälte Süßkartoffeln. Wir benötigen für dieses Rezept 450 bis 500 Gramm gekochte oder gebackene Süßkartoffel, dann ungeschält. Hier in dieser Tasse befinden sich zum einen ca. 50 Gramm Kakaopulver, schwach entölt. So ist der Kakao am intensivsten, also schmeckt am aromatischsten. Dann haben wir noch eine Prise Salz und einen halben Teelöffel Zimt. Hier seht ihr 50 Gramm Bitterschokolade. Das ist eine Orangen-Mandelschokolade. Das ist Dattelsirup. Wir benötigen etwas flüssige Süße, 3 bis 4 Esslöffel. Das sind Getreideflocken, 120 Gramm glutenfreie Haferflocken und 50 Gramm glutenfreie Buchweizenflocken. Ihr könnt auch nur Haferflocken oder nur Buchweizenflocken verwenden. Für dieses Rezept verwende ich auch gern anteilig Hirseflocken. Die habe ich aber jetzt hier nicht gefunden und habe ich als Ersatz dann eben Buchweizenflocken genommen. Das sind Mandeln und Walnüsse, insgesamt 150 Gramm, ca. 75 Gramm Mandeln und 75 Gramm Walnüsse. Ihr könnt auch nur Mandeln oder nur Walnüsse für dieses Rezept verwenden. Oder ihr verwendet Haselnüsse oder Pekannüsse, je nach Belieben. Das ist noch ein anderes Süßungsmittel, das sind 130 Gramm Datteln. Als erstes schäle ich diese Süßkartoffeln. Als ich das Rezept ein, zwei Mal probiert habe, habe ich die Süßkartoffeln gebacken. Allerdings muss man dafür ja den Ofen vorheizen, also einen großen Ofen. Wenn man sich nebenbei noch Gemüse backt oder irgendwas anderes im Ofen zubereitet, ist es ganz sinnvoll. Wenn man aber nur die beiden Süßkartoffeln zu backen hat, ist es doch eine rechte Energieverschwendung. Also bin ich dazu übergegangen, die Süßkartoffeln für diese Brownies zu kochen. Also ich werde jetzt die Süßkartoffeln schälen und dann würfeln und kochen. Und dann wiege ich ca. 450 bis 500 Gramm ab und verwende sie für dieses Rezept. Die Süßkartoffeln habe ich jetzt geschält und in kleinere Stücke geschnitten und lasse das Ganze jetzt in Wasser weich kochen. Die Süßkartoffelstücke sind weich gekocht und ich werde jetzt erstmal das Wasser abgießen. Bevor ich alle Zutaten zu einem Teig mixe, werde ich die Getreideflocken und die Nüsse und Mandeln feiner mahlen. Zu Hause würde ich dafür meinen Vitamix verwenden, um Getreide und Nüsse feiner zu mahlen und um den Teig herzustellen. Hier verwende ich dafür den Thermomix. Getreide und Nüsse sind fein gemahlen. Jetzt gebe ich die restlichen Zutaten dazu und die Schokoladenstücke werde ich noch feiner schneiden oder grob raspeln. Die Datteln habe ich jetzt vor dem Mixen noch etwas kleiner geschnitten. Der Teig ist mit den Datteln und den Süßkartoffeln nur mäßig süß. Ich habe jetzt hier noch 3 Esslöffel Dattelsirup dazugegeben. Der Dattelsirup ist eine sehr konzentrierte Süße. Wenn ihr diese Brownies für Menschen zubereitet, die eher so die konventionelle Süßkraft gewohnt sind, dann gebt auf alle Fälle nochmal extra Süßungsmittel hinzu, so wie ich das ja auch am Anfang gezeigt habe bei den Zutaten. Ich verwende Dattelsirup, ihr könnt auch Reissirup, Yakonsirup oder ein anderes Süßungsmittel verwenden. Ich verwende für die Brownies 2 kleinere Backformen, die ich schon mit Backpapier ausgelegt habe. Ich werde jetzt den Teig gleichmäßig auf beide Formen verteilen und glatt streichen. Jetzt habe ich gerade die Aufnahme gelöscht, die zeigt, wie die Backformen aussehen mit dem ungebackenen Teig. Also hier seht ihr zumindest den gebackenen Teig. Die Brownies sind fertig. Man könnte den Brownie-Teig jetzt in quadratische Formen schneiden und einfach schon essen. Oder man könnte auch die Brownie-Stücke dann mit einer schokoladigen Glasur versehen, beziehungsweise die Glasur nach dem Herauslösen des Teiges aus diesen Formen nach dem Abkühlen darüber geben, glattstreichen, erkalten lassen und dann in quadratische Formen schneiden. Für dieses Rezept habe ich im Video 2 flache Auflaufformen aus so einer Art Keramik verwendet. Ihr könnt auch
Auflaufformen aus Glas verwenden. Ich habe gesehen, es gibt auch Formen, richtige Brownie-Formen, wo man einfach schon so kleine Abschnitte hat und nach dem Backen einfach schon die Brownies so herausnehmen kann und schon die Brownie-Form hat. Ich verlinke euch so eine Brownie-Form auch unten in der Infobox bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Während die Brownie-Teigmasse abkühlt, bereite ich die Schokoglasur vor. Das sind die Zutaten für die Glasur für die Brownies. Normalerweise nehme ich gern Kakaomasse für eine Schokoladenglasur, weil es dann schön schokoladig wird. Aber hier muss ich mit dem vorlieb nehmen, was da ist. Links seht ihr Kokosöl, das sind 70 Gramm. Die werde ich jetzt noch in einem Wasserbad verflüssigen. Dann haben wir hier 25 Gramm schwach entöltes Kakaopulver. Dazu gebe ich noch Erdnussmus, ca. 1 bis 2 Esslöffel und Süße nach Bedarf Dattelsirup. 2, 3, 4 Esslöffel. Das ist die fertige Schokoglasur und diese gebe ich über die ausgekühlten Brownie-Teigstücke. Die Schokoglasur muss jetzt noch fest werden und dann können die Brownies in Form geschnitten werden. Fertig sind die veganen Brownies mit Süßkartoffeln. Ihr seht, ich habe sie schon in Form geschnitten. Und ihr könnt ja auch erkennen, die Struktur der Brownies, sie sind sehr saftig, nicht zu süß und schmecken natürlich fantastisch. Im Video habe ich zum Mahlen des Getreides und der Nüsse den Thermomix verwendet und habe ja dann auch die ganzen Zutaten mit dem Thermomix gemixt. Also es ist immer gut, wenn man nur ein Gerät für verschiedene Zubereitungsprozesse benötigt. Zu Hause verwende ich den Vitamix Pro 750. Das ist leider ein Auslaufmodell. Da gibt es jetzt nur noch ganz wenige Modelle, weil es bald eine neue Vitamix-Serie gibt. Ich verlinke euch unten eine Seite, wo ihr einen Überblick habt über verschiedene Mixer, auch den Vitamix, dann Bianco, auch Omniblend. Das ist auch ein recht günstiger Mixer, der eben auch Trockengut mahlen kann und Nassgut zerkleinern kann. Ein Hochleistungsmixer ist sehr gut geeignet, um Getreide halt sehr klein, sehr fein zu mahlen, beziehungsweise ist er nicht wirklich ein Mahlen, das ist ja wirklich ein Mixen und auch die Nüsse ganz klein mixen und dann kann man eben auch mit dem Hochleistungsmixer und dem Stößel einen Teig aus verschiedenen Zutaten zubereiten. Das war ein veganes Brownie-Rezept mit Süßkartoffeln, glutenfrei und mit natürlichen Süßungsmitteln gesüßt. Ihr könnt dieses Rezept natürlich noch variieren. Ihr könnt mehr Kakao nehmen, dann vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Süßungsmittel, damit es süß genug ist. Ihr könnt nur Haferflocken, nur Hirseflocken verwenden, die Nüsse eurer Wahl. Das mache ich auch immer so, wenn ich Rezepte bekomme, die ich nicht selber kreiert habe, dann ändere ich sie noch ein bisschen ab und variiere noch ein paar Zutaten bzw. tausche Zutaten aus. Ich hoffe, euch hat dieses Rezept gefallen. Ich freue mich natürlich über Feedback zu diesem Rezept unter diesem Video. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Alles Liebe, alles Gute, eure Silke.